So, schönen guten Nachmittag hier auf der Grazer Herbstmesse. Mein Name ist Christian Wagner, ich bin der Chef von der Harmonikerschule Wagner aus Gscheid bei Birkfeld. In der Oststeiermark kommen wir her. Ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bei der Frau Cornelia Derler bedanken vom Messekongress, dass wir da heute die Möglichkeit haben, die Schule ein bisschen zu präsentieren. Ich habe einen kleinen Auszug von meinen Schülern mitgenommen, werde es euch dann während des Spielen immer wieder ein bisschen vorstellen. Die Harmonikerschule Wagner ist keine gewöhnliche Harmonikerschule, es ist eine Privatharmonikerschule. Und was uns von vielen anderen Schulen unterscheidet, ist einfach das, dass bei uns auswendiges Spielen gelernt wird. Das heißt, bei uns gibt es keine Noten, es gibt keine Griffschrift oder dergleichen, was man beim Spielen eigentlich eher als störend empfindet, sondern es wird wirklich eins zu eins vorgezeigt. Der Lehrer, besser gesagt ich selber, sitzt die Schüler gegenüber und zeigt ihnen das und am Schluss hat dann jeder die Möglichkeit, das gelernte Stück auf Video festzuhalten und mit nach Hause zu nehmen und dann eben, wie gesagt, eine Woche zu Hause brav zu üben. Wir sind heute ungefähr eine Stunde da und werden euch einen kleinen Auszug aus unserem Repertoire bringen, was man so lernt bei uns. Die Schüler einfach viele Stücke selber wünschen können, wenn sie kommen. Weil ich bin absolut der Meinung, dass man ein Stück oder eine Melodie, die man bereits im Ohr hat, wesentlich leichter lernt, als wenn man irgendwo ein Stück hernehmen muss, das was man noch nie gehört hat. So geht das auch relativ schnell. Und der Erfolg stellt sich bei jedem relativ schnell ein, muss ich sagen. Also das geht wirklich ruckzuck, innerhalb von ein paar Stunden sind da die ersten dabei, die was da bereits ein paar Stücke da spielen und mit Bass spielen. Heute habe ich Leute mitgenommen, die was ein bisschen fortschrittlicher sind bereits, aber auch junge Mädels, junge Buben, die was noch nicht so lange spielen, aber trotzdem schon die Harmonika recht gut beherrschen. Und wir werden das heute in einem kleinen Auszug ein bisschen vorstellen. So, jetzt ist genug geredet, wir fangen an. Und zwar der Johann Wappel aus Binkerfeld wird den Reigen eröffnen und zwar mit einem Titel Dort, wo meine Heimat ist. Geschwisterbärchen Katharina und Tobias Wurm mit Was steht da drum am Olmer Rand. Yeah.
aber jetzt bitte ich die Svenja nach vorn. Gebt sie einen kräftigen Auftrittsapplaus und dann hängt sich Oliver Nockmann ein. Und schon geht's mit. Singt's kräftig mit bei dem Liedl. Ich bin's, ein Steirer Bur. Was sagst du zu einem Jahr? Alle Achtung, dass er sich da Vierer stellt und einfach drauf losspielt. Ist doch was Wunderschönes, wenn die Jugend nachkommt und sich auch wieder für echte Volksmusik interessiert und nicht immer nur das Rumpi-Pumpi und Duschwerk. Das ist, finde ich, in der heutigen Zeit wieder enorm wichtig geworden. Man merkt es auch bei vielen Veranstaltungen, dass das einfach wieder zurückgeht. Die Leute wieder gerne das Unplugged spielen haben. Und das laute Duschwerk für die großen Anlagen eigentlich derzeit nicht mehr so gefragt ist, wie es einmal noch vor einigen Jahren war. Jetzt kommt das nächste Mädel, sie ist 12 Jahre alt und sie wird euch den Gauborischen für die Zellbergburg vorspielen. Dankeschön, liebe Leonie. Jetzt kommt wieder ein Liedl, was wieder alle mitsingen könnt, euch wieder einhängen könnt. Ein großer, großer Erfolgstitel vom Ewald Münzer und seinem originalen Ligister-Trio, und zwar der alte Jäger vom Silbertannental. Und jetzt bitten wir unseren Johann Haas noch vor, und der wird das Liedl ausspielen. Und ihr dürft wieder alle kräftig mitsingen. Der alte Jäger vom Silbertannental. Wer reitet hier?
Gemeinsam mit mir auf der steirischen Harmonika. Eigentlich muss man ja sagen, fast nur auf Strasser-Harmonikas. Es gibt ja nur ein paar Ausnahmen. Die anderen spielen eigentlich fast alle Strasser-Harmonikas. Ein paar Schmidt haben wir dabei und eine ausgeliehene Barz haben wir halt auch dabei. Aber ansonsten hätte ich gesagt 90%, was auf Strasser-Harmonikas spielen, was in der Harmonikenschule Wagner Schüler sein. Jetzt da kommen drei junge Mädchen auf einmal. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir die Mikrofonierung wieder richtig herrichten. Sie werden euch einen bekannten Hit spielen, und zwar vom Goldring-Quintett, geschrieben von Roland Mühlburger. Der Paul und sein Gaul, da werden es wieder alle gleich mitsingen. Bauer sei thank you.
Silvester machen wir wieder gemeinsam ein Stecker. Da darf ich jetzt den Johannes Ablasser zu mir wieder bitten. Dann gibt es eine Nummer von Herbert Pixner, und zwar den Katrin Horischen. Katrin Borischen sind, jetzt gibt es noch ein schönes Lied. Fast Katharin ist vom Slauko Absenik und wird gespielt vom Manuel Absänger. Was ich träum, so mein Gelang.
mein ganzes Herz, das schenke ich dir und du gibst mir deines dafür. Mein Elternhaus. Ich sah mein Elternhaus nach Jahren einmal wieder. Mir war eine Stunde da, die Zeit noch immer still. Das klare Bächlein dort, der Garten und der Flieder, sie waren meiner Jugend schönster Platz zum Spiel. Du liebes Elternhaus, du Freud und Blüm, ich denk an jeder Zeit so gern zurück, wo mich die Mutter trug auf ihrem Schoß. Da war mein Elternhaus für mich ein Schloss. Schaust du den Schwalben zu, sie bauen ihre Nester. Sie ziehen ins ferne Land und sind nicht lange aus. Sie haben auch wie du den Bruder und die Schwester. So gern zurück zum Heimathaus. Du liebes Elternhaus, du Freud und Blüm, ich denk an jede Zeit so gern zurück, wo mich die Mutter trug auf ihrem Schoß. Da war mein Elternhaus für mich ein Schloss. Als ich vom Elternhaus vor Jahren bin gezogen und suchte in der Fremd danach dem großen Glück. Da hab ich bald erkannt, ich hab mich selbst betrogen. Mit Sehnsucht dachte ich ans Elternhaus zurück. Du liebes Elternhaus, du Freud und Blüm, ich denk an jede Zeit so gern zurück, wo mich die Mutter trug auf ihrem Schoß. Da war mein Elternhaus für mich ein Schloss, wo mich die Mutter trug auf ihrem Schoß. Da war mein Elternhaus für mich ein Schloss. Jetzt machen wir wieder einen Marsch, geschrieben von Josef Wagner,
und zwar unter dem Doppladler. Und da bitte jetzt wieder zwei Kollegen, und zwar den Gruber Toni und den Mauerbauer Johannes zu mir. Da muss ich euch einen besonderen Herrn vorstellen. Er ist Mitglied der Harmonikerschule Wagner seit ungefähr 3 Jahren. Er ist kein Steirer. Er ist aber auch kein Österreicher, sondern er ist ein Burgenländer. Und dann bitten wir jetzt dazu uns noch vor, und zwar unseren Jürgen Reuter aus Kitzladen, kommt er genau. Der wird euch ein schönes Liedl singen, das bei uns in der Steiermark zugegebenermaßen gar nicht so bekannt ist, aber er sagt im Burgenland sehr, sehr wohl. Es hat einen sehr, sehr wunderschönen Text auch, und es heißt der alte Lindenbaum. Vor dem Dorfe am Bächlein graben, da steht ein alter Lindenbaum. Vor dem Dorfe am Bächlein graben, da steht ein alter Lindenbaum. Wo wir uns das Jawort gaben, einst den schönsten Liebestraum. In deine Arme sein, oh, in Glück.
Winde. Sie flattern so im stillen Wind und die Blätter unserer Linde. Sie flattern so im stillen Wind. In einem großen Familienchor. Das Aachensee lebt. Hängt euch ein und schon geht's mit. Blauer See, Sonnenschein, schönes Berg. Leg dich ein, ungetrübt, nur verliebt, kann dein Herz glückselig sein. Blumenbrach, Wald am Damm, Zitterklang so traut und süß. Aachensee, Zaubersee, hört die Sau mein Paar. Bleibt die Uhr einmal stehen und es heißt, mein Freund, du musst gehen. Aachensee, dann leb wohl, schönste Perle von Tirol. Und das Dank für das Glück lass ich dir mein Herz zurück. Denn in Freude und in Leid schmeckt's für dich.
Stinky heißt lustiges Wochenende. Auf geht's! 1, 2, 3, 4! Dankeschön, auf Wiedersehen und schönen Nachmittag noch.